Hallo liebe Freunde, es gibt neue Vorwürfe aus Österreich gegenüber Till Lindemann. Ganz kurz vor seinem Auftritt in Österreich kommen jetzt wieder neue Vorwürfe ans Tageslicht. Und ja, ich habe eigentlich gesagt, dass ich jetzt im Urlaub bin, aber ihr wisst, wie das mit Urlaub ist als Selbstständiger. Das ist einfach zu heiß, dass ich dann doch noch mal ein Video dazu drehen wollte. Das wird jetzt aber nun wirklich das letzte Video sein, denn heute fahre ich wirklich dann auf den Festivalplatz und da werde ich sicherlich dann kein Video mehr drehen. Ich würde auch versuchen, nicht aufs Handy zu gucken und wirklich mal abstinieren von dem ganzen Wahnsinn. Okay, also der Artikel ist aus dem ORF. Erstmal zum Anfang. Warum macht er mich stutzig? Ich finde, auf der einen Seite ist es bis jetzt die glaubwürdigste Story, die ich gelesen habe vom Gesamtkontext. Ich werde euch auch sagen, warum. Aber auf der anderen Seite ist es auch wieder, macht es mich sehr, sehr skeptisch, denn der zeitliche Zusammenhang ist mehr als merkwürdig. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist fast schon, finde ich, wirkt es wie eine orchestrierte, ja, also terroristischer Akt auf Till Lindemann-Auftritte. Also die ganzen, seit 2 Monaten diskutieren wir über diesen Fall. Und praktisch 2 Tage vor dem Auftritt in Wien kommt dann auf einmal eine Frau heraus und die auch noch Österreicherin ist und erzählt von ihren Missbrauchsvorwürfen. Für mich wirkt das alles so, und das gab es in der Vergangenheit schon. Ich kriege ja von euch sehr, sehr viele Sachen zugeschickt, dass da bestimmte Organisationen hinterstecken, die auch Spendengelder sammeln und dann missbräuchlich verwenden, dass einfach die Feministin, die Aktivistin, die gesagt haben, okay, wir wollen dieses Konzert stoppen, das hat alles nicht gefruchtet und nicht funktioniert, also was braucht es jetzt? Der Mensch funktioniert ja so, der solidarisiert sich dann am ehesten mit den Sachen, die in seinem Land passieren und auch seinen Bürgern. Das ist in uns allen angelegt. Das ist auch kein Rassismus oder sonst was. Ist halt so. Ja, deswegen feiern die meisten bei der WM auch ihr Land und nicht irgendein anderes Land. Ja, so ist der Mensch halt strukturiert. Also, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt einen Fall in Österreich von einer Österreicherin. Und der fällt jetzt praktisch 2 Tage vor dem Konzert ein, dass sie auch von Till Lindemann missbraucht wurde. Ich mache mir langsam echt Gedanken. Ein anderer User hat, mit dem habe ich kommuniziert, der hat mir gesagt, dass Till wohl bei einem seiner letzten Auftritte stark am Unterarm geblutet hätte. Wer Rammstein schon länger verfolgt, hat sicherlich auch mal die Oberarme von Till Lindemann gesehen. Manche sagen, es sind Bühnenverletzungen, andere sagen aber auch dann einer, der bei mir psychologische Betreuung für Jugendliche arbeitet, sagt, es sind ganz klar Narben von Selbstverletzung. Und Selbstverletzungen sprechen immer für eine sehr, sehr gequälte Seele. Es gibt sicherlich den einen oder anderen von euch da draußen, der dieses Thema entweder selbst erlebt hat oder auch bei anderen. Und ja, also gerade dieser psychische Druck, der da auf ihn lastet und jetzt mit den neuen Geschichten, das würde natürlich zusammenpassen. Aber vielleicht ist das auch mal eine Anregung oder auch vielleicht mal für meine Kritiker. Es gibt ja hier einige, die mich wirklich hate-watchen. Willkommen. Ich verstehe das Konzept immer noch nicht. Also wirklich, du findest die Kommentare unter jedem Video. Aber vielleicht ist das ja für euch auch mal ein kleiner Denkanstoß zu überlegen, was das mit einem Menschen macht, dass er sich selbst verletzt dann, ne? Wir wissen es nicht. Das ist reine Spekulation, aber ich teile hier mit euch ja nur meine Gedanken. Das ungefiltert und raw, ja, die sind auch mal übers Ziel hinaus oder sonst was, aber das ist das. Ihr kriegt mich hier ungefiltert und raw und nicht wie Kayla mit 30.000 Schnitten. Und das schätzen viele von euch und so soll es auch weiter bleiben. Okay, wir schauen uns den Artikel an und ich gehe mal auf die einzelnen Sachen ein. Nun auch schwere Vorwürfe aus Österreich. Die Beschuldigungen der sexuellen Gewalt an weibliche Fans durch Rammstein-Frontmann Till Lindemann nehme nicht ab. Nun erhebt eine Betroffene aus Österreich schwere Vorwürfe gegen den Sänger. Im Zuge der Rammstein-Stadiumtour, die seit 2019 stattfindet, sei es ausdrücklich gegen ihren Willen zu einer gewalttätigen Handlung gekommen. Dem ORF schildert sie das Erlebte. So, also hier haben wir schon mal den Unterschied. Vielleicht auch das natürlich nur eine Theorie. Haben die sogenannten Opfer dazugelernt, denn wir haben hier das erste Mal ist hier die Rede, dass etwas gegen den Willen, also gegen den ausdrücklichen Willen passiert ist. Ich denke mal ja, unsere Gegner
verfolgen die Berichterstattung auch und merken dann, lernen auch dazu und merken, dass halt die Stories, die bis jetzt halt produziert wurden, halt eben keine Strafbestände stattfallen. Es gibt kein Recht auf keinen schlechten Sex. Das ist nun mal so. Es gibt auch kein Recht auf Reue, wenn ich am nächsten Tag aufwache und sage, naja, die Orgie hätte ich lieber nicht mitfeiern sollen. Ich fühle mich jetzt irgendwie ziemlich schmutzig. Aua, bitte hör auf. Das waren die Worte, die Beate H. nach eigenen Angaben zu Lindemann gesagt habe, um ihn davon abzuhalten, ihren körperlichen Schmerzen zuzufügen. So, liebe Leute. Und hier haben wir den ersten Punkt, den ich jemals in der ganzen Debatte gelesen habe, von den ganzen meinen Kritikern, die ja immer sagen, ich stehe auf der Seite von Lindemann, ich nehme die Opfer nicht ernst und bla, 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 bla. Nur weil ich halt für die Unschuldsvermutung bin und einfach die Sachen als sachlich analytischer Mensch irgendwie sehr, sehr skeptisch sehe. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, hier haben wir den ersten Punkt, den ich gegen Till Lindemann höre, der, wenn er wirklich so gewesen ist, wo ich 100% auf eurer Seite bin, wenn eine Frau sagt beim Sex, aua, bitte hör auf und du machst dann weiter, dann ist das absolut nicht in Ordnung. Dann geht das nicht. Ja, dann ist das nicht zu entschuldigen. Ja, natürlich kann man wieder ermildernd sagen, vielleicht war der Typ dann auch gerade in seinem Geilheitsrausch, aber trotzdem, es ist eine Grenzverletzung. Und es ist eine Gewalttat, die auch dementsprechend bestraft werden muss. Hundertprozentig. Also, wenn das so stimmt, liebe Leute, dann bin ich der Erste, der sagt, nein, da muss es natürlich Konsequenzen geben. Aber lesen wir mal weiter. Doch der Frontmann der Band Rammstein, dem seit Mai dieses Jahres sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden, habe nicht aufgehört, erzählte die Betroffene dem ORF, deren Namen auf Wunsch von der Redaktion geändert wurde. Auf einmal habe ich einen enormen Schmerz gespürt. Lindemann habe sie mit dem Gesicht nach unten aufs Bett gedrückt, ihren Rock hochgeschoben und sie so stark geschlagen, dass Handabdrücke auf ihrem Gesäß zu sehen gewesen seien. Es habe keine Zustimmung ihrerseits gegeben, sogar eine eindeutige verbale Ablehnung, so H., obwohl Handys verboten gewesen seien, habe eine an diesem Tag ebenfalls anwesende Frau es geschafft, noch im Hotelzimmer Fotos von den Folgen der mutmaßlichen Handlung zu machen. So. Und hier geht schon wieder bei mir die Alarmglocke an. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also klar, es gibt alle möglichen sexuellen Spielarten, aber wenn ich mit irgendeiner Person Sex habe, da habe ich dann normalerweise kein Publikum bei. Also das ist schon wieder der erste Hinweis, dass es natürlich sich hier wieder um einen klaren Fall von ich bin ein Groupie und ich will das und ich gehe sogar so weit, dass eine vollkommen, dass es mir egal ist. Also ich bin so, ja, notgeil oder sonst was, dass es mir sogar egal ist, dass ich da gevögelt werde, wenn an irgendwelche anderen, eine andere Frau oder andere Frauen im Raum sind. Also wenn das kein Groupie ist, dann weiß ich es auch nicht, liebe Leute. Okay, aber lesen wir mal weiter. Forensiker untersuchten die Aufnahmen. Diese liegen dem ORF vor und wurden von einer digitalforensischen Prüfung auf Echtheit unter der Leitung von Thomas Glohe vom Unternehmen Denze GmbH unterzogen. Glohes Bericht ergab, bei den Fotos handelt es sich um sehr wahrscheinlich unveränderte Originalaufnahmen. Glohe konnte in seinem Bericht außerdem weder eine Manipulation vom Aufnahmedatum noch Uhrzeit der betreffenden Dateien feststellen. Zu dem Schluss, dass die Abdrücke auf dem Gesäß der Betroffenen echt sind, kommt auch Katrin Jenn, ärztliche Direktorin am Institut für Rechtsmedizin in Heidelberg. Jenn ist Fachärztin für Rechtsmedizin und baut die Gewaltambulanz in Graz, eine klinische forensische Untersuchungsstelle für Opfer von körperlicher und sexueller Gewalt, mit auf. Die vorgelobten Fotos zeigen Verletzungen nach stumpfer Gewalteinwirkung im Sinne mindestens eines sehr kräftigen Schlages mit der flachen Hand auf die rechte Gesäßhälfte, so Jenn in ihrem Bericht. Also, okay. Sorry, dass ich jetzt hier lache. Ich lache nicht darüber, aber ich glaube, welche Frau noch nicht so ein Foto in ihrem Leben anfertigen hätte können, hat noch nicht gelebt. Nee, es gibt natürlich unterschiedliche Dinge, worauf man steht. Aber ich kann euch sagen, ich meine, ich bin ja Pickup-Artist und ich hatte auch schon mein Fair Share an Frauen, bevor ich mit meiner Freundin zusammenkam. Und ich muss sagen, es war nicht gerade eine Minderheit, die es irgendwie wollte, dass man sie beim Sex halt irgendwie auf den Arsch schlägt, auch mal heftiger oder irgendwie, was weiß ich, wirkt oder irgendwas macht, ne? Nicht ohne Grund ist, habe ich hier eine Fliege, ja, 50 Shades of Grey, irgendwie eines der meistverkauften Bücher der Welt. Also die Echtheit des Fotos, die beweist erstmal gar nichts.
sondern nur, dass diese Frau irgendwann in ihrem Leben sich mal so heftig von einem Typen auf den Arsch schlagen lassen, dass man es danach noch gesehen hat, am gleichen Tag, was überhaupt gar nicht so eine große Gewalteinwirkung erfordert. Also das passiert sehr, sehr schnell bei manchen Menschen, die wirklich auch dünnes Bindegewebe haben oder so. Da reicht da wirklich schon so ein starker Klaps und dann könntest du so ein Foto machen. Also da müsste man dann schon das vergleichen mit Tills Hand, ob das dann auch wirklich Till war oder es halt einfach ein Foto war, was sie mal gemacht hat nach dem Sex mit irgendeinem Freund oder irgendeinem anderen Typen, ne? Am ehesten sei der Schlag mit der rechten Handfläche oder mit dem linken Handrücken ausgeführt worden. Jen sieht aufgrund der sichtbaren Intensität und der Struktur auf der Haut eine Fremdhandlung belegt. Auch an der linken Gesäßhälfte würden Hinweise auf weitere flächenhafte, stumpfe Gewalt bestehen. Das WH berichtet, ungewollte Schläge verabreicht worden und dadurch Schmerzen entstanden seien, sei aus rechtsmedizinischer Sicht plausibel vereinbar, so die Expertin. Also, wir stellen fest, sie hat irgendwelche Einwirkungen gehabt von Klapse oder heftigere Schläge auf den Arsch. Das stelle ich nicht in Frage. Das kann vorkommen. Kann von Till sein, kann nicht von Till gewesen sein. Aber auch selbst das ist jetzt nicht irgendwie die große Vergewaltigung. Eine große Rolle im Lindemann-Universum wird Alena M. zugeschrieben, die sich selbst in ihrem öffentlichen Instagram-Profil als Casting-Direktor beschreibt und sich den Schilderungen Haas zufolge als Vertraute von auserwählten weiblichen Fans gibt. Haas Erfahrungen mit M. decken sich weitgehend mit den Berichten anderer Frauen über ähnliche Erfahrungen mit Lindemann. Sei es auch gewesen, die H. in Social Media in eine Rammstein-Gruppe angeschrieben und in Aussicht gestellt haben soll, Lindemann und andere Bandmitglieder persönlich zu treffen. Ein Angebot, das H. nach eigenen Angeben nicht habe ausschlagen wollen. Sie sei sehr euphorisch gewesen, die Band kennenzulernen und habe ihr Glück kaum fassen können. Ich wollte einfach nur meine Idole treffen, die ich seit Jahren anhimmel, so die Betroffene. M. habe ihr sowie weiteren Frauen in einer Chatgruppe Anweisungen zur Kleidungswahl gebeten. Macht euch hübsch, zieht euch sexy an, schildert H. Und weiter, wenn ihr irgendwelche Jungs mitnehmt, dann fliegt ihr sofort. So, dort angekommen habe M ein gemeinsames Foto von ihr und den anderen jungen Frauen aus der Chatgruppe gemacht. Till hat sich dann auf diesen Fotos Mädels ausgesucht, die auf die Pre-Party des Konzerts gehen dürfen, erinnert sich H, woher sie gewusst habe, dass Lindemann das Foto gesehen und sich gezielt Frauen ausgesucht habe. Weil Alena mir das gesagt hat, so die Betroffene. Sie hat mir das Foto gezeigt, bei dem Till die Gesichter von den Mädels eingekreist hat, die für die Pre-Party dürfen. M war für eine Stellungnahme via Instagram nicht erreichbar. Das Schema soll den Angaben etlicher Betroffenen zufolge immer das gleiche gewesen sein. Es soll Pre-Partys, After-Partys und private Partys für Lindemann in einem abgeschotteten Raum gegeben haben. Bei letzteren hätten Securities stetig kontrolliert, dass alle Handys auf einem Tisch vor dem Raum abgelegt würden, so H. auf der Lindemann-Party habe es Alkohol gegeben, auch sie habe getrunken, sei aber nie zu betrunken gewesen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir irgendwas fehlt vom Abend. Ich war immer komplett hundertprozentig da. Gut. So. Also, nochmal. All das Geschilderte hier könnt ihr moralisch verwerflich finden. Ja? Ich weiß selber nicht so genau, wie ich das finde. Ich finde es auch ein bisschen grenzwertig, ja. Aber ich sage immer, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Wenn ihr in dieser Machtposition seid und ihr habt einen stressigen Tag gehabt, ihr habt keinen Bock auf irgendwie groß Tamtam und ewig lange Gespräche, sonst wird es ja keine Prostitution geben, sondern ihr sagt hier, es gibt hier viele Mädels, die wollen Sex mit mir haben. Ich gucke mir, irgendwann wird das dann auch natürlich maschinell. Ja? Du suchst, nimmst das Foto, sagst, oh, die finde ich süß, zack, zack, zack. Die kannst du gerne einladen zu mir aufs Hotelzimmer. Und dann kommen die Mädels, ja. Ich sage nur Tokyo Hotel. Da war das noch irgendwie cool vor ein paar Jahren. Hat Tokyo Hotel genau das Gleiche berichtet. Und alle fanden es lustig. Und hahaha, bei Inas Nacht könnt ihr mal googeln den Auftritt. Und es war überhaupt gar kein Problem. Jetzt bei Till Lindemann ist es das große Böse. Als es später darum gegangen sei, gemeinsam mit anderen Frauen zu Lindemann ins Hotelzimmer zu gehen, habe der Rammstein-Sänger H. persönlich angerufen und eingeladen. Es gibt dann auch gleich Frühstück bei mir oben, erzählte die Betroffene zu den Gesprächen über die Worte Lindemanns. Er habe zudem angekündigt, Sex haben zu wollen. Also er hat das am Telefon schon angekündigt. Okay. Sie habe Lindemann ihre Nummer nicht gegeben, diese sei wohl weitergegeben worden. Die Betroffene habe anschließend eine Nachricht an M geschrieben mit dem Inhalt, sie wolle auf keinen Fall Sex mit Lindemann haben und um Hilfe gebeten. Eine Antwort habe sie nie erhalten. So, nächster Punkt. Um was für Hilfe? Dass er ihr sagt, also sie will ihn trotzdem treffen, er sagt, ich will Sex haben. Gut, du willst keinen Sex haben, wo willst du jetzt Hilfe? Dann ist einfach hier wäre, sage ich wieder bei einem selbstbestimmten Individuum, Mann wie Frau, die Geschichte vorbei. Oh, er will Sex mit mir.
Ich will keinen Sex mit ihm. Gut, dann gehe ich lieber nicht auf sein Hotelzimmer. Sie hat aber ihr Fandom vorgezogen, hat gesagt, ja, okay, ich will zwar keinen Sex, aber ich gehe dann trotzdem zu ihm aufs Hotelzimmer, obwohl er gesagt hat, dass er mit mir Sex haben will. Das sind genau diese gemischten Botschaften, die es für Männer fast unmöglich machen, Frauen zu verstehen oder richtig zu handeln. Und deswegen kommt es halt auch zu Missverständnissen. Ja, also das hat jeder Mann in seinem Leben schon mehrfach erlebt, dass Frauen die eine Sache sagen, aber die andere Sache machen und anders handeln. Wie soll das ein Mann verstehen? Du sagst schon offen, hey, Mädel, komm zu mir nach Hause, ich hab Bock auf dich, ich will dich vögeln. Und dann sagst du, nee, du willst eigentlich nicht, aber dann kommst du trotzdem. Dann bleib zu Hause, dann sag, nee, unter den Umständen komme ich nicht. Aber ja, gut, sie ist ja wieder so ein armes, junges Mädchen und war so angezogen, dass sie einfach ins Hotelzimmer gehen musste, obwohl Till Lindemann angekündigt hat, er möchte mit ihr Sex haben. Die anderen Frauen der Gruppen hätten ins Hotelzimmer gehen wollen. H. ließ sich laut eigenen Angaben überreden. Okay, gut, erwachsener Mensch trifft eine Entscheidung, ob er dazu überredet wurde oder sonst was, vollkommen unerheblich. Ist beim erwachsenen Menschen, wenn du einen Vertrag unterschreibst, ob der Autoverkäufer dich 3 Stunden zugelabert hat oder der Versicherungskaufmann, wenn du es unterschreibst, hast du als erwachsener Mensch eine Entscheidung getroffen und bist ab diesem Moment für deine Entscheidung selbst verantwortlich. Trotz Skepsis sei sie den anderen gefolgt, in dem Glauben, sie könne immer noch Nein sagen, wenn sie etwas nicht wollte. Im Zimmer habe Lindemann bereits im Handtuch auf die Frauen gewartet. Ich kann nur von mir aus erzählen, dass ich schon in diesem Moment wusste, das wird jetzt, was ich nicht möchte. Ich habe mich sehr unangenehm gefühlt. Auf einmal stand er vor mir und meinte, komm, ich will Sex mit dir haben, erinnert sich die Betroffene an den Dialog. Sie habe geantwortet, nein, will ich nicht. Bitte nicht. Lindemann laut, doch, du bist jetzt hier. Die Betroffene habe ihr Nein mehrmals wiederholt, doch Lindemann habe sie aufs Bett geworfen und geschlagen. Das war wie in Trance, so ha. Ich habe nur dieses Bett gesehen und gedacht, fuck, was passiert jetzt? Irgendwann habe Lindemann aufgehört. Ich weiß nicht, wie lange es war. Es kann sein, dass es 30 Sekunden waren, es kann sein, dass es 2 Minuten waren, sagt die Betroffene. Dann bin ich aufgestanden und mir war super schwindelig von dem aufs Bett hauen. Sie habe anschließend in den Spiegel geblickt und seine Handabdrücke auf ihren Gesäß gesehen. Es war ein Schmerz, der mir dazugefügt hat. Dann hat er zu mir gesagt, stell dich nicht so an, das gefällt dir doch. Die anderen anwesenden Frauen hätten den Ernst der Lage erst im Nachhinein bemerkt. Wenn sich diese Geschichte so abgespielt hat, wie sie dort geschildert wurde, dann ist es natürlich ganz klar eine absolute Grenzüberschreitung, wenn nicht sogar, da bin ich irgendwie zu wenig Jurist, wenn nicht sogar eine Vergewaltigung, muss man so sagen. Und dann hat er auch eine Strafe verdient, wenn sie sich so abgespielt hat. Aber es ist wieder für mich so ein bisschen, die Dialoge klingen für mich wie aus einem schlechten Porno und widersprechen auch allem das, was die anderen Berichte sagen, die immer gesagt haben, dass Till ja immer nachgefragt hat. Ne, ihr erinnert euch an das Video von der Jenny, die gesagt hat, für einen Vergewaltiger stellt er mir eindeutig zu viele Fragen. Immer geht es dir noch gut und sonst was. Auch von den anderen Erzählungen, die gesagt haben, dass Till immer ein perfekter Gentleman gewesen ist. Also die Dialoge klingen echt eher wie ausgedacht. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich sage es euch ganz deutlich, wenn es so vorgekommen ist, dann ist das zu verwerflich. Aber es klingt für mich leider wie eine Räuberpistole wieder, muss ich sagen. Da sitzen mehrere Frauen da und die machen nichts. Und Till vergewaltigt vor ihren Augen eine Frau, die sitzen da so, ja, okay, gut, ist halt jetzt so. Oder war es vielleicht doch ein bisschen anders und sie hat halt einfach irgendwie Sex mit ihnen haben wollen, es gemacht, hat es im Nachhinein bereut und will sich an ihn rächen. Auch vielleicht rougher Sex. Also, wir reden hier auch noch von einem Hotel, ne? Also, ich meine, sie hätte auch um Hilfe rufen können oder sonst was. Ich glaube nicht, dass er den ganzen Stock oder vielleicht hat er den ganzen Stock gemietet. Das wissen wir nicht. Gut, das ist Spekulation. Aber irgendwie, macht mich die Details, man muss immer auf die Details achten, wieder echt stutzig. Ich habe gedacht, ich habe die Kontrolle über die Situation. Womit betroffenen Fällen sexueller Gewalt häufig zu tun haben, ist die Täter-Opfer-Umkehr. Also dem Opfer, anstatt dem mutmaßlichen Täter die Schuld zu geben. Wenn du sagst, du warst mit Till Lindemann im Hotelzimmer, er hat dich gegen deinen Willen geschlagen, so hart, dass du seine Handabdrücke als Blutergüsse auf deinem Po hast, was sagen denn die Leute? Ja, hast du dir selbst ausgesucht? Bist du da hochgegangen? Warum hast du das gemacht? Ist doch klar, dass Till Lindemann, er ist ein Rockstar. Das ist keine Täter-Opfer-Umkehr, liebe Leute. Das ist die Fragen an einen erwachsenen Menschen, der sagt, hier gibt es bestimmte Kausalketten, die zu einem bestimmten Ergebnis führen, die keine Vergewaltigung rechtfertigen, aber du begibst dich in eine Situation,
die eigentlich einem erwachsenen Menschen klar sein sollte. Sie habe in der Öffentlichkeit keinesfalls als Groupie dastehen wollen und das Erlebte lange verdrängt. Nachtigall, ich höre dich trapsen. Plausible Deniability, anyone? Ja? Googelt den Begriff mal. Ja? Das ist doch, hier haben wir es doch wieder. Sie hat sich danach geschämt für den Sex, weil sie dann sagte, da, das war für mich doch irgendwie doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, oder ich fühle mich jetzt nuttig oder billig, ich lasse mich da durchnudeln, werde da irgendwelche anderen Frauen durchgucken, bis sie dran sind. Und jetzt wird auf einmal eine Vergewaltigungsgeschichte daraus. Älteste Geschichte unter der Sonne. Das gibt's öfter. Dastehen wollen und das Erlebte lange verdrängt, deshalb auch keine Anzeige erstattet. Na, Schätzchen, wenn du eine Anzeige erstattest, wirst du nicht in die Öffentlichkeit gezerrt. Das kriegt keiner mit, nur wenn es auf Instagram wie die Shelby schreibt oder sonst was. Also eine Anzeige hättest du in jedem Fall erstatten können. Ich war hundertprozentig sicher, dass wenn ich das sagen würde, ich niemals Hilfe bekommen würde. Auch das ist wieder so ein Lingo aus dem feministischen Bullshit-Kosmos. Was für ein Schwachsinn. Wie kommst du zu dem Gedanken, dass du niemals Hilfe? Wir haben so viele Fälle in der Vergangenheit. Ich sag's ja, Luke Mockridge, Til Schweiger, Julian Reichelt, wo alleine die Aussagen der Frauen gereicht haben, um die Leute erstmal massiv mit Scheiße zu überziehen. Also, das ist doch totaler Blödsinn. Ich bin hochgegangen, weil ich gedacht habe, ich habe die Kontrolle über die Situation. Das heißt, wenn ich sage, nein, ich möchte nicht mit dir Sex haben, dann passiert das nicht. Außerdem seien ihr von M Konzertkarten für die Row Zero, den abgetrennten Bereich direkt vor der Bühne bei Konzerten versprochen worden. Also, ich sag wieder, Scharia, Islam. Entschuldige, du gehst mit ihm auf sein Hotelzimmer. Das ist echt irre. Es ist echt irre, liebe Frauen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wenn ihr mit einem Mann, schon wenn ihr sagt, ja hier, ihr geht zu ihm nach Hause oder so, und das ist nicht euer Arbeitskollege. Aber wenn ein Mann, wenn ihr mit einem Mann, ihr lernt ihn an einer Bar kennen im Hotel und der sagt, ach komm, lass uns doch bei mir auf dem Hotelzimmer noch ein Glas Wein trinken oder sonst was, was man sonst so für Floskeln verwendet. Da wisst ihr doch genau, was da geht. Ihr geht doch nicht mit einem Mann auf sein Hotelzimmer und denkt, oh, jetzt holt er gleich Mau Mau raus und dann zocken wir die ganze Nacht Mau Mau oder was? Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass Frauen wirklich so naiv sind. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Es geht ja auch heute nicht darum, Anzeige zu erstatten, so die Betroffenen, sondern darum, anonym zu bleiben und ihre Geschichte erzählen zu können. Ja, das glaube ich dir, dass du das. Das ist immer, weil wenn du eine Anzeige erstattest, dann wird die ganze Sache untersucht. Dann wirst du verhört. Dann werden deine Aussagen, dann wird das, was ich jetzt hier mache, noch in zehnfacher Form gemacht. Dann wirst du immer wieder gefragt, ja, wie war das denn jetzt noch? Und dann gucken natürlich die Ermittler nach Widersprüchen. Und deswegen machen die meisten meiner Meinung nach keine Anzeige. Weil dann werden die Sachen wirklich überprüft. Ihr habt das gelesen, das Kommentar von dem Anwalt, der gesagt hat, ich begrüße es, dass endlich ein Strafverfahren läuft. Weil dann kommen die Sachen mal auf den Tisch, dann ist es nicht nur irgendwelche Scheiße, die über ihn ausgeschüttet wird, über den Till, sondern wird es diskutiert, die Fakten werden geprüft und dann wird er freigesprochen. Aber das wollen diese Damen lieber nicht, ne? Man wundert sich. Ich zähle zu den Frauen, die von Till Lindemann sexuell missbraucht wurden. In der Hinsicht, dass er mich körperlich angefasst hat, obwohl ich das nicht wollte. Mögliche Kritikerinnen und Kritiker richtet sie aus, wenn ich Aufmerksamkeit wollen würde, wäre ich nicht anonym. Das würde ich dann auf Instagram posten. Also sie lernen dazu. Sie lernen dazu in ihrer Argumentation. In diesem Fall geht es für mich auch nicht um Aufmerksamkeit, sondern es geht darum, die Story am Laufen zu halten und irgendwie den Boykott gegen Lindemann nochmal neues Feuer zu geben. Die Menschen sollten wissen, dass Lindemann so gehandelt habe. Nur weil er in einem Rockstar-Machtposition ist, heißt das nicht, dass er mit Jungfrauen machen kann, was er will. Hundertprozentige Zustimmung. Das geht nicht. Und deswegen möchte ich auch, dass das erzählt wird, weil mir das passiert ist. H. versichert gegenüber dem ORF ihre Angaben an Eides statt. Ja, das haben wir auch tausendmal behandelt, haben wir Juristen unter die Kommentare geschrieben. Das heißt ein Scheiß. Gar nichts. Das hat überhaupt gar keinen Bestand. Da schreiben die Journalisten immer gerne, dass das irgendwie, oh, das macht das jetzt glaubwürdiger. Es hat überhaupt gar keine rechtliche Konsequenzen. Ich kann an Eides statt versichern einem Journalisten, dass ich ein Alien bin und irgendwie drei Schwänze habe. Es ist vollkommen egal. Das hat überhaupt gar keinen Plan. Also es ist einfach wieder eine weitere Manipulationstechnik,
Technik der Medien, um euch oder dem Normie zu suggerieren, hier, oh, dann muss es ja stimmen, das ist ja Wahnsinn. So, zwei Konzerte in Wien geplant. Lindemann bzw. seine Anwälte nehmen zur Anfrage des ORF nicht konkret Stellung, weisen die Vorwürfe aber als falsch zurück. Vorgehende Berichte über andere Fälle wurden ebenfalls zurückgewiesen, sowie mit Abmahnschreiben an Medien bzw. Betroffene geschickt. Deren Intention ist, Medienrechtsexpertin Maria Windhage zufolge sei, Stärke zu demonstrieren. Schön, dass wir dann immer die Experten haben, die genau das sagen, was wir auch gerne hören möchten für unsere Artikel. Ich denke, dass die Abschreckung schon gewirkt hat. Ja, die hat super gewirkt. Genau deswegen kommt jetzt die neue Story im ORF, ne? Weil sie so toll gewirkt hat. Weil sich noch nicht sehr viele Betroffene gemeldet haben und ich schon davon ausgehe, dass es viel mehr Betroffene gibt. Ja, also da gucken wir mal gleich in die Glaskugel, liebe Frau Windhager. Aber diese mutige Frau hier, die anonym bleibt, die hat es anscheinend, bei der hat es nicht gewirkt. Das ist die eine, bei der es nicht gewirkt hat. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Lindemann wegen Anfangsverdacht von Sexualstraftaten und der Angabe von und der Abgabe von Betäubungsmitteln. Schlagzeuger Christian Schneider distanzierte sich tags darauf von Lindemann in meinem Instagram-Posting. Was hab ich euch fucking gesagt? Ich weiß nicht, wie lange ihr dabei seid. Schaut mein Statement, wo noch selbst einige Rammstein-Fans gesagt haben, nein, warum, das war ein tolles Statement und bla bla bla. Was habe ich euch gesagt? Nennt mich fucking Nostradamus. Guckt bitte euch das Video an, was ich gemacht habe zu dem Statement vom Drummer. Und ich habe gesagt, es wird der Band und Lindemann auf die Füße fallen. Egal wie nett du es formulierst, egal wie du dich sagst, distanzierst, sie stürzen sich auf diesen einen Satz. Und es ist sogar noch eine Lüge. Ja, weil er hat sich nicht distanziert von Till Lindemann, sondern er hat gesagt, und genau das habe ich euch prophezeit, dass sie das daraus machen werden. Er hat gesagt, Till hat sich distanziert in letzter Zeit von der Band. Also er hat seinen eigenen Kosmos geschaffen mit eigenen Partys und sonst. Und das macht uns als Band sehr traurig. Also wenn, dann hat sich Till von der Band distanziert. Aber ich habe es euch gesagt, es wird ihn als Band auf die Füße fallen. Deswegen hält man in solchen Sachen seine Schnauze. Das hat Till bis jetzt gemacht, bis auf einige Anspielungen auf der Bühne und genau das ist das richtige Verhalten. Neben Lindemann gibt es seit letzter Woche auch Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegen Rammstein-Keyboarder Christian Flake-Lorenz, der die Vorwürfe zurückwies. Derweil tourt Rammstein weiter durch ganz Europa. Mittwoch und Donnerstag gastiert die Band im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Über 100.000 Fans werden erwartet. Halleluja, was ist denn das für ein Stadion, liebe Österreicher? Ist ja noch krasser als das Olympiastadion. Am Tag der ersten Show ist eine Kundgebung angekündigt, die keine Bühne für Täter fordert. Eine entsprechende Petition der Plattform wurde von mehr als 16.500 Menschen unterzeichnet. Ja, also dann kommen wahrscheinlich drei mitfahren, denn in Berlin waren es, glaube ich, waren es 70.000 oder 700.000, ich weiß es nicht mehr. Und es standen halt irgendwie 80 da. Dann erwartet euch da wahrscheinlich dann drei, die da stehen und demonstrieren. Raab fassungslos. Grüne fordert Konzertabsage. Ach, die lieben Grünen, diese Wohlfühlpartei, Kuschelpartei mit ihren, dieses überall kommt der braune Dreck hinter der grünen Fassade zur Geltung. Die wollen alles verbieten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Es ist wirklich irre, was aus den Grünen geworden ist. Scheint bei euch in Österreich genau das Gleiche zu sein. Verbieten ist immer ihr Default-Status. Das hier verbieten. Verbieten, verbieten. Das ist so eine tolle demokratische Partei. Echt Wahnsinn. Frauenministerin Susanne Raab zeigt sich nach Veröffentlichung dieses Berichts in einer E-Mail an den ORF wütend und fassungslos. Sie appelliert an die Veranstalter und die Stadt Wien, effiziente Sicherheits- und Schutzkonzepte zu erstellen. Zu den Vorwürfen braucht es rasche Aufklärung, so Raab. Ja, das können Sie ja machen. Das ist ja in Ordnung. Ich bin überrascht, dass Sie es nicht canceln. Können ja Sicherheitskonzepte noch und nöcher machen. Das ist ja kein Problem, wenn sie das wollen. Aber du kannst halt nicht einfach ein Konzert canceln aufgrund von irgendwelchen Anschuldigungen. Mary Dioski, Frauensprecherin der Grünen, bedankt sich bei der Betroffenen, dass sie sich nicht habe einschüchtern lassen. Es erfordert Mut, Machtmissbrauch von Männern und sexualisierte Gewalt öffentlich zu thematisieren. Nee, fordert es überhaupt nicht, wenn du anonym bist. Da musst du nur anrufen, da kannst du sogar, ich könnte da anrufen und sagen, ich bin eine Frau mit Stimmverstellern und irgendeine Scheiße erzählen. Das erfordert null Mut. Da Rammstein-Konzerte offensichtlich kein sicherer Raum für Frauen sind, so Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Wiener Grünen, fordert die Partei, ach doch, jetzt kommt's die Absage der Konzerte. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Schreiben wir nochmal hinterher, um uns vor Till Lindemanns Anwälten zu schützen.
Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen, liebe weibliche Rammstein-Fans. Das sind eure Grünen. Und ich sag's euch nochmal, ich gebe euch keine Wahlempfehlung, aber ich weiß, dass viele Linke auf den Kanal gekommen sind, vielleicht auch viele Grünen-Wähler. Ihr erkennt hoffentlich, was das für Menschen sind. Die wollen euch behandeln wie kleine Kinder. Ich meine, selbst nehmen wir mal an, es wäre total gefährlich auf dem Rammstein-Konzert. Viele Frauen mögen ja auch die Gefahr. Ja, und Till Lindemann wäre jetzt dieses sexgeile Monster, was da ist. Ja, okay, dann ist das ja öffentlich bekannt. Dann kann ich ja als Frau entweder meinen Freund mitnehmen als Schutz oder ich gehe halt einfach nicht in den Backstage-Bereich, wenn es mir zu gefährlich ist. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie Leute rumrennen auf dem Konzert und schnappen sich die Frauen wie Borat mit seinem Heiratssack und dann wirst du da in den Sack und dann zu Till Lindemann aufs Hotelzimmer gebracht. Das ist wieder so eine Idiotie und Irrsinn, was die da vermitteln. Ja, also es ist ja keine Frau in Gefahr, die sich zumindest nicht in den Backstage-Bereich begibt oder noch krasser auf sein Hotelzimmer. Ja, dann ist die Regel ganz einfach. Geh nicht auf sein Hotelzimmer. So, bleib einfach im Publikum stehen und genieße das Konzert. Ja, und auch da, das haben ja auch einige Rammstein-Fans gesagt, muss man auch Kunst und Künstler trennen. Muss man nicht, aber kann man. Ja, also ich kann jemanden menschlich total scheiße finden und verwerflich, was er macht. Und ich kann trotzdem sagen, er macht gute Musik und ich möchte hier die Musik genießen. Ja, also das ist sicherlich vorgekommen. Ich mag auch die ein oder andere Black Metal Band und ich weiß nicht, ob die wirklich Satanisten sind oder nur damit spielen oder sonst was. Ich finde die Musik aber geil. Ja, also ich kann das trennen. Weiß ich nicht, wie es euch geht. Also ich muss nicht da bei jedem irgendwie das Parteibuch checken, bevor ich mir irgendwie ein Album anhöre. Oder was weiß ich, früher habe ich die ganze Zeit Gangster-Rap gehört, ja. Ich finde es halt nicht cool, irgendwelche Leute abzuknallen. Aber ich fand Gangster-Rap halt irgendwie lustig, unterhaltsam, cool irgendwie und lässig. Und ja, da, also die, was die gelebt haben, wenn sie denn wirklich so gelebt haben, finde ich alles sehr verwerflich. Trotzdem hat es mich irgendwie angesprochen, ne? NWA und diese ganzen Bands damals, die nur darum gingen, wer wen abknallt und wie viel Drogen man verkauft. Naja, was ist eure Meinung dazu, liebe Leute? Also jetzt wirklich das letzte Video. Also ihr kriegt natürlich Videos, haben auch einige verstanden, die sagen, oh Gott, und dann habe ich keine Videos mehr von Maximilian. Doch, ich habe Videos vorgedreht, nur die Breaking News, die müsst ihr euch jetzt leider woanders suchen. Also, ich wünsche euch was und ich verabschiede mich jetzt ins Fantasy-Mittelalter. Tschüss, euer Maximilian.